Herzlich willkommen zu unserem dritten Vortrag des Tages bei unserem Virtual Big Tech Day Hyperloop vom SpaceX Prototypen zum Transportmittel der Zukunft. Und genau, wir sind sehr happy, dass Florian sich bereit erklärt hat, uns da heute was drüber zu erzählen. Bevor ich mit dem Inhaltlichen starte und Florian kurz vorstelle und dann an ihn übergebe, kurz ein paar organisatorische Dinge. Genau, wir werden aufgezeichnet und sind live auf YouTube auch gestreamt. Das heißt, wem das nicht recht ist, im Video aufzutauchen, der sollte sich nicht zu Wort melden. Alle anderen gerne jederzeit zu Wort melden. Florian sagt, er kann auch gerne zwischendurch schon Fragen beantworten. Das heißt auch gerade an die Diskussionsteilnehmer. Wenn ihr Fragen stellen möchtet, macht das gerne jederzeit. An die Zuschauer natürlich auch. Genau, und ansonsten war das eigentlich auch schon alles Organisatorische, was ich sagen wollte. Jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigen Teil, nämlich zum Inhaltlichen. Na, wie ich schon sagte, wir freuen uns, dass Florian heute hier ist und uns was über Hyperloop erzählt. Florian ist da nämlich relativ tief drin in der Thematik schon, kann man sagen. Er studiert seit 2011 an der TU München, hat 2016 dort seinen Bachelor in Luft- und Raumfahrttechnik gemacht, ist also quasi vom Fach, hat dann für kurze Zeit sogar schon im Raumfahrtunternehmen gearbeitet und mit Hyperloop schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Mit dem Einstieg in seinen Master hat er im zweiten Hyperloop-Team der TU als Strukturteamleiter gearbeitet, hat dann in der Folge auch im dritten Hyperloop-Team sogar als technischer Teamleiter gearbeitet, hat in dieser Entwicklung eine Weltrekordgeschwindigkeit nach der anderen mit Hyperloop aufgestellt, also es angefangen mit 324 Kilometer die Stunde bis letzte neue Höchstgeschwindigkeit mit dem neuen Verein Next Prototypes. Jetzt sind wir schon bei 482 km/h und wir sind super gespannt drauf, was Florian uns erzählen kann von der Entwicklung und Hyperloop generell. Genau, damit Florian, nochmal vielen Dank, dass du heute hier bist, dass du uns was erzählst und wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Wunderbar, super, okay, dann starten wir direkt los. Also es geht um TUM Hyperloop, so ist der Projektname, in dem ich seit, wie gesagt, langer Zeit schon mitarbeite und der auch zum größten Teil mein Leben mit verändert hat. Und bei Next Prototypes, das ist ein neu gegründeter Verein bei uns, das ist praktisch die Organisationsform, wie wir das ganze Projekt durchführen bei uns an der Universität. Und starten möchte ich eigentlich mit einem kleinen Gedankenexperiment. Und zwar stellen wir uns mal vor, es würde kein Covid-19 geben und der Virtual Big Tech Day würde heute in Berlin stattfinden. Wie würden wir nach Berlin kommen? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre zum Beispiel natürlich mit dem Auto zu fahren. Ich selbst komme ursprünglich aus der Nähe von südlich Berlin, bin also mit der A9 sehr gut vertraut, weil ich eben seit langer Zeit in München studiere und die Strecke schon wirklich einige Male gefahren bin. Und gerade das Bild sieht man da doch relativ häufig. Die A9 ist sehr prädestiniert dafür, dass es immer wieder Stau gibt. Das Bild ist jetzt nicht von der A9, ist aufgenommen in L.A., aber es spiegelt so ungefähr wieder, welche Verhältnisse natürlich auf der Straße herrschen könnten. Die zweite Alternative ist Fliegen. Ich selbst muss ehrlich sagen, dass ich noch nie von Berlin nach München geflogen bin oder andersherum. Es geht. Die reine Flugzeit ist natürlich sehr kurz, weil das Flugzeug natürlich enorm schnell fliegt. Gäbe es da nicht zwei kleine Probleme. Erstens, Umweltfreundlichkeit ist nicht ganz so groß geschrieben beim Flugzeug. Und das zweite ist, ich muss erstmal zum Flughafen rausfahren. Und das ist von meiner Position, ich wohne im Norden von München, gar nicht so leicht. Ich meine, der Flughafen ist Luftlinie vielleicht ca. 15 Kilometer weit weg. Um aber dorthin zu kommen, müsste ich jetzt erstmal die U-Bahn nehmen, bis in die Innenstadt von München, bis zum Hauptbahnhof, in die S-Bahn wechseln, einmal komplett um München ringsrum fahren und bin effektiv auf dem Weg von zu Hause zum Flughafen ungefähr doppelt so lange unterwegs, wie ich mit dem eigentlichen Flugzeug von München nach Berlin unterwegs bin. Das ist natürlich ein großes Problem, was das angeht. Die dritte Alternative, die es natürlich gibt, ist der Schnellbahnverkehr. Hier wurde erst vor kurzem die neue Strecke eröffnet, die Schnellstrecke zwischen Berlin und München. Und das hat dazu geführt,
dass dass der Flugverkehr 23% auf der Strecke wirklich verloren hat. Und das alles praktisch von dieser einen Bahnverbindung jetzt übernommen wurde. Und das ist natürlich schon, das zeigt einfach, dass auf jeden Fall dieser Bedarf dort groß ist, in die Richtung zu gehen. Und eine ganz andere Alternative hat der junge Mann hier veröffentlicht. Und zwar nennt sich das Ganze Hyperloop. Und was er sich darunter vorstellt, ist praktisch eine Art Schnellzug, der enorm schnell wirklich fahren kann. Und was derzeit Züge davon abhält, schneller zu fahren, ist im Wesentlichen der Luftwiderstand. Und das Unangenehme beim Luftwiderstand ist, dass wenn ich doppelt so schnell fahre, habe ich leider nicht den doppelten Luftwiderstand, sondern ein Vielfaches davon, weil das Ganze eben exponentiell ansteigt. Das führt zu dem Problem, dass ich irgendwann einfach so viel Energie brauche, dass ich die Energie gar nicht bereitstellen kann. Oder selbst wenn ich es kann, es ist enorm ineffizient, noch schneller zu fahren. Also hat Elon Musk sich gedacht, wir müssen einfach die Luft loswerden. Und dann kann ich eben solche Schnellzüge bauen, die wirklich bis zu 1200 km/h, also knapp unter Schallgeschwindigkeit fahren können. Und das sehr, sehr energieeffizient, zusätzlich noch emissionsfrei, sicher und kostengünstig. Das Ganze kann man sich ungefähr so vorstellen. Es könnte so aussehen. Es gibt praktisch normal Bahnhöfe, wirklich in der Innenstadt, weil es natürlich eben emissionsfrei ist, es ist sehr leise, hat all die Vorteile praktisch von einem Zug, von einem Schnellzug, aber bei der Geschwindigkeit eines Flugzeugs. Und das ist eben dieses Besondere an dem Transportmittel. Und das Ganze sieht so dann wirklich auf der Strecke aus. Es gibt praktisch diese Vakuumröhren, die entlang der Strecke verlegt werden. Die erste Verbindung, die da geplant war, war San Francisco, LA. Für Leute, vielleicht fällt es manchen auf, das wäre an dem Bild eigentlich falsch, weil die Golden Gate Bridge führt natürlich in den Norden von San Francisco und LA liegt südlich davon. Also da haben auch die Macher dieses Bildes nicht ganz gut aufgepasst. Aber was hab ich eigentlich damit zu tun als Student nach der TU München? Noch arbeite ich nicht für eins der wunderbaren Unternehmen von Elon Musk, sondern wir sind dazu gekommen zu dem Hyperloop über die sogenannte Hyperloop Pod Competition. Elon Musk hat im Jahre 2015 angekündigt, dass er einen Wettbewerb zu der Hyperloop-Technologie veranstalten will und erlauben möchte, dass wirklich Menschen aus der ganzen Welt daran teilnehmen können, Prototypen so eines Fahrzeugs erstellen können und dann gegeneinander antreten können. Und das Ganze sieht ungefähr so aus. Es ist praktisch einmal im Jahr findet dieser Wettbewerb statt. Bisher haben vier Wettbewerbe stattgefunden. An drei davon hatte ich das Glück, daran teilzunehmen mit unserem Team. Und man sieht es schon auf dem Bild. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so eine Art Ausstellung, wo Teams, wie gesagt, aus der ganzen Welt kommen, ihre Prototypen vorstellen dann dort an einem Wochenende. Und Elon Musk bietet die Infrastruktur oder stellt die Infrastruktur für das Testen zur Verfügung. Man sieht es auch hier rechts im Bild, die Röhre und gleich daneben eine deutsche und eine bayerische Flagge auch. Da waren wir also damals schon vertreten. Das ist jetzt ein Bild vom ersten Wettbewerb. Und man sagt ja immer, dass Bilder deutlich mehr sagen als Worte. Deswegen möchte ich da ganz kurz schon ein Video einfügen, um einfach ein bisschen zeigen, wie die Stimmung auf dem ganzen Wettbewerb ist. What this competition is about is encouraging people to think about new modes of transport, things that could radically transform cities and the Und way man sieht people get hier eben around. diese Röhre, And diese what you're working unterschiedlichen on Teams. is Das hat the only natürlich eine hammer of ganz that would interessante actually be a radical Atmosphäre, improvement over the current weil state of the art. ja, man arbeitet ein Jahr darauf hin, für diesen einen Versuch dort fahren zu dürfen. Insgesamt bei dem Wettbewerb bewerben sich jährlich ungefähr 700 Teams. In verschiedenen Auswahlverfahren werden diese Teams dann reduziert auf ungefähr 20 bis 30, die am Ende an dem Wettbewerb teilnehmen dürfen. Und am Ende dürfen nur drei Finalisten wirklich in der Röhre fahren. Das Interessante hierbei ist auch, dass die Prototypen, es gibt sehr wenig Begrenzung. Die Prototypen, das fängt beim Gewicht an, bei der Größe, bei der Technik, sind sehr, sehr unterschiedlich. Ganz viele Teams haben unterschiedliche Herangehensweisen an sein Fahrzeug. Elon Musk versucht hier wirklich, möglichst wenig Regeln aufzustellen. Natürlich wird Sicherheit ganz groß geschrieben, aber wenig Regeln, was Design angeht. Also es gibt wirklich Unterschiede.
im Gewicht zum Beispiel das leichteste Fahrzeug war mal 1 Kilogramm, das schwerste war 3,5 Tonnen. Also da ist wirklich wahnsinnig viele Freiheiten gegeben, was das angeht. Und genau, das war jetzt eine Aufnahme wirklich vom finalen Run dann. Das war der 3. Wettbewerb, der hier stattgefunden hat. Man sieht es vielleicht noch an den Bildern. Alle 3 Finalisten-Teams haben sich natürlich dann gefreut. Aber hier sieht man schon vorweggenommen den 3. Wettbewerb haben wir gewonnen. Okay. Dann geht's weiter. Ich habe es gerade schon gesagt, das war eine Aufnahme vom 3. Wettbewerb. Wir sind aber wirklich schon seit Anfang an dabei. Das Ganze hat bei uns angefangen, nachdem eben dieser Aufruf von Elon Musk kam, mit 7 Studenten, die sich bei uns an der Universität gefunden haben, die gemeint haben, hey, das klingt total interessant, dieser Wettbewerb, da könnten wir doch mitmachen und da könnten wir doch wirklich versuchen, was zu bewegen. Das Ganze hat erstmal sehr langsam begonnen, wirklich, weil man braucht natürlich auch viele Sponsoren, Geld, um jetzt Sachen zu kaufen für den Prototypen. Und das hat sehr langsam angefangen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich da mit Kollegen gesprochen habe, die dann wirklich bei Unternehmen angerufen haben, gefragt haben, hey, wir machen an einem sehr internationalen Wettbewerb teil und versuchen dort dafür jetzt eine Infrastruktur aufzubauen. Es war ziemlich schwierig, am Anfang Leuten zu erklären, was der Hyperloop überhaupt ist, wie lange es sofort als Hirngespinst abgetan. Mittlerweile hat sich da doch aber einiges getan. Im ersten Wettbewerb ging es dann vor allen Dingen darum, möglichst viele verschiedene Systeme zu testen. Deswegen, man sieht es auch, der Prototyp ist hier sehr groß, hat sehr viele unterschiedliche Systeme. Und die Jungs haben es damals dann wirklich geschafft damit, sich von Runde zu Runde durchzukämpfen. Damals hat niemand damit gerechnet, dass wir irgendwo vorne mit dabei spielen. Sie haben es aber wirklich geschafft, sich immer weiter nach vorne durchzusetzen. Und dann letztendlich sind sie in die finale Runde gekommen und konnten das Ding wirklich dann am Ende nach Hause holen mit einer Geschwindigkeit von wahnsinnigen 94 Kilometer pro Stunde. Das ist natürlich noch weit weg von dem, wo man hin wollte. Aber dafür gibt es verschiedene Gründe. Das wird jetzt ein bisschen zu weit gehen, das alles zu erklären. Im 2. Wettbewerb, da bin ich dann auch ins Team dazu gekommen, am Anfang bei der Prototypen, in der Konzeptphase. Wir hatten die Ambition, deutlich, deutlich schneller zu fahren als diese 94 km/h, haben deswegen komplett unser Antriebssystem gewechselt und waren damit auch sehr erfolgreich. Ich werde am Ende nochmal dann eine kurze Zusammenfassung über die ganzen Prototypen dann geben. Der 3. Wettbewerb, auch hier, das Bild nimmt es wahrscheinlich schon vorweg, war ebenso erfolgreich. Das war das erste Mal, dass wir wirklich in der Geschwindigkeit sehr, sehr hoch gegriffen haben. War damals noch ein bisschen unrealistisch, aber man sieht es vielleicht auch an den Prototypen auf dem nächsten Bild jetzt. Da hat sich viel getan. Die Prototypen sind immer kleiner geworden. Natürlich, wenn ich schneller fahren will, ist eins der 2 Stellschrauben, die ich habe. Das sind einmal Beschleunigung und Gewicht im Wesentlichen. Das Gewicht runterzunehmen, die Beschleunigung versuchen heraufzusetzen. Deswegen sieht man hier schon so einen kontinuierlichen Trend. Es ging dann nämlich nicht mehr hauptsächlich darum, irgendwie Menschen zu transportieren, sondern es ging wirklich bloß um die Technik zu demonstrieren. Und dann ist es egal, wie groß der Prototyp. Es geht wirklich bloß darum, die Technik zu demonstrieren und möglichst schnell zu fahren. Im Hintergrund sieht man praktisch das Team, wie es zwischen dem 3. und 4. Wettbewerb war. Der 3. Wettbewerb war gerade abgeschlossen und wir haben gerade eine neue Recruiting-Phase begonnen, um das neue Team zusammenzustellen. Das ist immer eine sehr interessante Phase, weil wir sind ungefähr so zwischen 40 und 50 Personen pro Jahr, wo wir an dem Wettbewerb teilnehmen. Und es ist ein sehr, sehr internationales Team und ein sehr, sehr interdisziplinäres Team. Das heißt, man sieht, wir arbeiten hier wirklich mit Leuten aus allen möglichen Fakultäten, Physik, Maschinenbau, Informatik, da ist wirklich alles Mögliche dabei. Und man muss sich das Ganze auch vorstellen, wir arbeiten wie ein kleines Unternehmen. Also das fängt wirklich an von der Rechtslage. Wie arbeite ich mit Sponsoren zusammen? Wie schreibe ich einen Vertrag recht? Die ganzen Finanzgeschichten, Steuergeschichten. Das sind alles Sachen, die wir uns auch teilweise selbst beigebracht haben. Ich erinnere mich da schon an viele Geschichten, wo ich mit meinen 2 Vorstandskollegen des Vereins, wir sind 2 Ingenieure und ein Physiker, nachts Rechtstexte durchgegangen sind und versucht haben, das Steuersystem zu verstehen, was bei gerade Vereinen sogar eine ziemlich schwierige Situation ist. Aber man lernt wirklich sehr, sehr viel natürlich dazu.
Der Alltag bei uns sieht dann meistens so aus, dass wir sehr, sehr viel Design natürlich am Anfang des Projektes. Ich habe es schon erwähnt, es gibt sehr, sehr viele Freiheiten. Es gibt meistens ein Ziel, das ist Geschwindigkeit. So war es zumindest bisher. Jetzt überlegt man sich natürlich, okay, was habe ich vom letzten Jahr mitgenommen, was kann ich verbessern, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert. Und da ist sehr viel konzeptuelle Freiheiten. Man versucht das wirklich sehr nüchtern zu betrachten. Was hilft mir, schneller zu werden? Und was kann ich machen, dass ich nicht langsamer werde im Wesentlichen? Und da trennen wir das Ganze auf in unterschiedliche Subsysteme. Das heißt, es gibt ein Team, was verantwortlich ist für den Antrieb, eines, was für die Bremsen verantwortlich ist, eins für das Chassis, die Struktur, wie man das auch nennt. Und so kommen wir wirklich von Jahr zu Jahr wirklich weiter und lernen sehr viel dazu. Ich sehe jetzt hier schon die erste Frage. Wenn das ultimative Ziel ist, Menschen zu transportieren, wieso wird das beim Wettbewerb erstmal außen vor gelassen? Sollte das nicht etwas sein, was man im Hinterkopf haben sollte? Okay, sehr gute Frage. Ja, es ist richtig. Man fängt aber meistens natürlich erstmal an mit unbemannten Prototypen. Ist in der Raumfahrt, Luftfahrt, auch in der Automobilindustrie relativ ähnlich. Man konzentriert sich erstmal auf die Technik. Dann Menschen zu transportieren ist der nächste Schritt. Aber vor allen Dingen ist erstmal die Technik das erste Ziel. Und was man natürlich auch sagen muss, für so einen studentischen Wettbewerb wirklich Menschen in eine von Studenten gebaute Kapsel zu setzen und ins Vakuum zu setzen, ist dann doch ein bisschen gefährlich und fragwürdig. Okay, weiter geht's. Genau, ich habe gerade über das Design gesprochen. Das nächste, was wir natürlich dann sehr viel machen, ist natürlich auch fertigen. Wir fertigen unsere Prototypen komplett selbst. Das heißt, von vorne, von der Auslegung, vom Design, Computerdesign, Simulation etc. wird alles von uns selbst übernommen. Und auch in der Fertigung versuchen wir so viel wie möglich selbst zu machen. Wir haben den großen Vorteil, dass wir an der Universität eine sehr, sehr schöne, gut ausgestattete Prototypenwerkstatt haben, mit der wir auch ein Sponsoring haben, dass wir dort arbeiten können. Das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit. Natürlich bietet die Werkstatt aber nicht alles, zum Beispiel gerade im Bereich Leichtbau, Carbon-CFK-Verarbeitung, sind wir doch dort auf externe Partner angewiesen. Das ist natürlich was, ohne externe Partner, Sponsoren wäre so ein Projekt niemals möglich. Und was wir da sehr häufig tun, ist, dass wir zu unseren Partnern gehen und vor Ort dann Werkstätten nutzen dürfen. Man sieht hier zum Beispiel, da waren wir auch bei einem Partner und haben unser Hauptchassis aus CFK in einer Leichtbauweise gefertigt und sind dann wirklich vor Ort in der Werkstatt, arbeiten mit den Angestellten zusammen. Beide Seiten lernen da wirklich sehr viel. Das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte. Eine zweite Möglichkeit ist natürlich auch gerade, was maschinelle Fertigung angeht, wo unser externer Partner die Fertigung komplett übernimmt. Das heißt, es gibt dann sehr viele Absprachen, Meetings, das Design wird optimiert, es gibt sehr viel hin und her. Und am Ende bekommen wir praktisch das fertige Teil dann zugesendet. Die nächste Sache sind Elektronikkomponenten, auch hier zum größten Teil von uns allein gemacht. Das heißt, die ganze Architektur, die ganze Logik hinter den Schaltungen wird alles von uns gemacht, am PC mit Design. Sogar am Ende die Fertigung der einzelnen Platinen, das heißt diese winzigen, hunderte von winzigen kleinen SMD-Bauteilen, wenn man die Pinzette an die richtige Stelle positioniert, das Ganze wird dann hoffentlich zitterfrei zum Ofen getragen, um das Ganze auszubacken, und im besten Fall bei der fünften Iteration hat man dann mal keinen Fehler gemacht und dann funktioniert das Ganze. Und auch dazu, diese Emotionen, das ein bisschen zusammenzufassen, habe ich noch ein Video mitgebracht, das zeigt ganz gut, wie wir wirklich in dem Projekt arbeiten. Genau, das sind zum größten Teil Aufnahmen aus unserer Werkstatt, aus dieser eben besagten Prototypenwerkstatt, die wir an der Universität haben.
Also man sieht hier gerade, wie an Elektronikkomponenten gearbeitet wird, gerade diese Platinenfertigung, die ich besprochen habe. Aber natürlich auch wirklich grobe handwerkliche Arbeiten, die wir da verrichten. Das ist unser Arbeitsplatz, wo dann praktisch das Fahrzeug oder der Prototyp zusammengebaut war. Und natürlich gibt es dann eben solche Momente, wenn man das erste Mal das Fahrzeug auf die Schiene setzt. Das vergessen die Teammitglieder natürlich nie. Auch das als kurzes Beispiel, diese ganze Videoschnitt, dieser Content Creation, ist natürlich auch ein Subteam, mit dem sich unser Team beschäftigt im Wesentlichen. Und um da mal eine kurze zeitliche Skala zu geben, also wir gründen das Team Ende des Jahres, im Herbst, immer im November ungefähr, und im Juli findet schon der Wettbewerb statt. Das heißt, das ist ungefähr ein Dreivierteljahr, was man hat, von dem Punkt, wo man 40 fremde Leute in einen Raum steckt, die sich zum ersten Mal sehen und am Ende ein komplettes Produkt wirklich dasteht, was getestet ist, was funktionieren soll und im besten Fall 3, 4, 5, 600 km/h fahren soll. Da zählen natürlich auch Geschichten dazu, die man am Anfang gar nicht als so große Probleme sieht, aber alleine der Transport ist der ganzen Ersatzteile etc. ist ein wahnsinniger Aufwand. Auch wenn der Prototyp ungefähr nur 60, 70 Kilo wiegt, wir haben ein Transportgewicht jedes Jahr nach LA, wo der Wettbewerb stattfindet, von ca. 3 bis 4 Tonnen. Weil wir natürlich alles als Ersatzteile mitnehmen müssen, unsere komplette Werkstattausrichtung mitnehmen müssen, Werkstattausstattung. Und natürlich so einfache Sachen wie in den USA gibt es zum Beispiel keine metrischen Schrauben, oder es gibt die schon, aber sehr schwer zu finden. Das heißt, wir nehmen dann alleine 300, 400 Kilo an Ersatzschrauben mit. Genau, auch das ist jetzt eine kleine Szene vom Testing, darüber werde ich gleich noch mehr erzählen. Genau. Eine ganz große Sache im Prototypenbau ist Testing. Das in dem Video, das Zusammenbauen, das funktioniert alles meistens mehr oder weniger gut. Wo es dann wirklich interessant wird, ist das Testen. Das große Problem ist, dass es eine Teststrecke weltweit gibt, die steht mitten in LA. Und ja, da kann man natürlich nur zum Wettbewerb hinfahren und nicht zum Testen. Deswegen, womit wir uns abhelfen, ist, dass wir Teststände bauen vor allen Dingen. Hier gibt es eine ganz interessante Geschichte. Wir waren jahrelang bei einem Formel 1 Bremsenteststand, wo wirklich Bremsen für Formel 1 Fahrzeuge getestet werden, um dort unsere selbst entworfenen Bremsen zu testen. Es hat auch immer gut funktioniert, bis auf das letzte Jahr, weil wir sagten, okay, wir haben eine Geschwindigkeit von 600 km/h angepeilt. Jetzt ist das Problem, kein Formel 1 Wagen fährt 600 km/h. Der Teststand hat nur bis 400 km/h Bremsen testen können. Das heißt, neben dem eigentlichen Prototyp mussten wir auch noch einen Bremsenteststand bauen, der bis 600, 700 km/h funktioniert. Solche Dinge passieren dann immer, die noch im Zusätzlichen passieren und die wirklich halt zwar extrem viel Aufwand machen, aber dann doch erledigt werden im Endeffekt. Was wir dann gelernt haben ist, obwohl man auch einzelne Teststände baut, das war im Wettbewerb 2, kann es immer noch passieren, dass der Prototyp an sich einfach nicht funktioniert. Wir waren damals in den USA, hatten alles vorher getestet, bauen das Teil drüben zusammen, weil es vorher einfach nicht fertig geworden ist und dann funktioniert es nicht mehr. Das war ein Riesenproblem natürlich. Am Ende haben wir es noch hingekriegt, aber das hat uns zu denken gegeben und wir haben gesagt, okay, wir brauchen auch hier an der Uni eine Teststrecke. Das haben wir dann im dritten Wettbewerb gemacht und in der wärmsten Woche des Jahres, man sieht es ja auch an der guten Bräunung der zwei Kollegen, haben wir es dann geschafft, 300 Meter Teststrecke zu bauen. Das Ganze wiegt ungefähr 3 Tonnen, das Aluminium, was wir dort auch alles selbst getragen haben, mit 800 Bohrungen dann im Beton versenkt. Und ja, auch das gehört dazu.
Natürlich haben wir damals geplant, man baut die Teststrecke und dann hat man noch ungefähr 2 Wochen im besten Fall Zeit, um noch wirklich das Letzte aus dem Prototypen rauszuholen, um dann nach LA zu fahren und zum Wettbewerb zu gehen. So funktioniert es. Ich sehe gerade eine neue Frage. Steigt der Widerstand nicht mit der Größe des Prototypen? Langsam wird dann eine Fahrzeug, was Personen transportieren wird. Ist absolut richtig, ja. Wobei das mit dem Widerstand nicht so leicht ist, weil wir sind natürlich in einer nahezu luftleeren Röhre. Deswegen macht man das Ganze ja, um den Widerstand zu minimieren. Aber es ist richtig, wenn ich nicht komplett luftfrei bin, hat der Luftwiderstand immer noch gerade bei so hohen Geschwindigkeiten einen sehr, sehr großen Einfluss. Das heißt, ja, man möchte natürlich den Prototyp so klein wie möglich machen. Aber natürlich brauche ich eine Mindestgröße, um wirklich Personen auch reinzukriegen. Und das ist so ein ganz interessantes Spiel, mit dem wir uns auch jetzt beschäftigen. Größe der Röhre, die ich minimal haben will, weil die natürlich Geld kostet. Innen drin das Fahrzeug so groß wie möglich, um so viele Personen wie möglich reinzukriegen. Aber ich brauche eben immer noch auch einen Luftspalt dazwischen, um noch dieses bisschen Restluft, was da ist, am Fahrzeug vorbeizukriegen. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, mit der wir uns gerade sehr, sehr ausgiebig beschäftigen. Zurück zum Testing. Genau, was man hier jetzt sieht, wie gesagt, wir haben gedacht, wir haben noch 2 Wochen Zeit zum Testen. Am Ende, dieses Bild ist entstanden morgens um 6, nachdem für 3 Tage niemand der Leute, die hier auf dem Bild sind, geschlafen hat. Man kann es gar nicht in Worte fassen, wie erschöpft wir an dem Punkt waren. Der Code wurde hier noch live an der Teststrecke geschrieben. Und ja, es war morgens 6 Uhr. Um 8 Uhr sollte der LKW kommen, um den Prototypen zum Flughafen abzuholen. Im Prinzip hätten schon lange alle Kisten gepackt werden müssen, aber es ging einfach nicht. Wir mussten das Fahrzeug testen, um sicher zu sein, dass es überhaupt fährt. Das ist immer so eine ganz besondere Sache natürlich. Und dann um ungefähr 7 Uhr haben sich dann noch ein paar mehr Leute eingefunden, die dann morgens dorthin kamen. Und dann kam der erste Testlauf. Es ist ein sehr kurzes Video, aber es zeigt, denke ich, ganz gut, was wir dort gebaut haben. Und gebremst. Das war innerhalb von, ich würde sagen, glaube knapp 50 Meter oder so, sind wir dort 150 km/h gefahren und sofort wieder abgebremst innerhalb von ein paar Metern. Und wieso was möglich ist, das werde ich jetzt erklären durch einen kleinen Technikdurchlauf durch den Prototypen. Also das ganze Fahrzeug hat, obwohl wir natürlich in einer nahezu luftleeren Umgebung fahren, ich habe es gerade schon erklärt, immer noch eine sehr aerodynamische Form, weil immer noch ein bisschen Restluft vorhanden ist. Wenn wir jetzt so unter die Hülle des Fahrzeugs schauen, dann sieht man erstmal sehr viel Technik, aber ich werde es relativ einfach runterbrechen. Der Kern des Ganzen ist erstmal das Chassis, sogenannte, oder die Struktur. Ah, natürlich. Okay, ich werde die Fragen danach durchlegen, kein Problem. Okay, die Struktur, die sich hier befindet, ist eine CFK-Leichtbaustruktur, auch wenn das jetzt nach einem sehr einfachen schwarzen Balken aussieht. Die inneren Werte zählen ja bekanntlich. Und zwar die ganze Struktur besteht zu fast 90% nur aus sehr, sehr leichtem Schaum, der auch kaum Kräfte auftragen oder aufnehmen kann. Nur an den Stellen, wo wirklich Kräfte aufgenommen werden müssen, und die sind wirklich hier sehr groß. Wir wollten eben mit dem Fahrzeug 600 km/h fahren, da kommen schon ordentlich große Kräfte zustande. Haben wir Voll-CFK-Inserts verwendet, die eben sehr, sehr stabil und steif sind und dann eben das ganze Fahrzeug zusammenhalten. Was uns die ganze Energie liefert, um so schnell fahren zu können, ist ein Batteriesystem. Fast ein Drittel des Gesamtgewichts des Fahrzeugs sind nur Batterien. Und die können wir praktisch in diesen, ja, es sind nicht mal 10 Sekunden Laufzeit, die wir brauchen, geplant, fast nahezu komplett leer ziehen. Das ist eben eine sehr, sehr interessante Sache. Auch normalerweise sind Batterien dafür ausgeliefert oder ausgelegt, über einen langen Zeitraum eine gewisse konstante Energie zu liefern. Wir brauchen eben sehr, sehr kurzfristig extrem hohe Energie. Okay, ich sehe gerade, hier ist noch eine Frage für das Ende des Vortrags. Die werde ich dann auch am Ende beantworten. Dann würde ich erstmal weiter hier durchgehen. Die Batterien liefern uns eben die Energie, die wir dann in unseren Motorcontrollern umsetzen, um unseren Antrieb zu aktivieren. Das sind in dem Prototypen 8 angetriebene Räder gewesen. Jetzt fragen sich viele wahrscheinlich, ja, aber der Hyperloop soll doch schweben. Das ist richtig, aber auch hier, es ging in dem Wettbewerb nur um Höchstgeschwindigkeit. Hätte ich ein Schwebesystem implementiert, wäre das Fahrzeug deutlich schwerer gewesen und hätte bei weitem nicht so schnell beschleunigen können. Natürlich langfristig gesehen ist ein Schwebesystem sehr wichtig, da ich keinen weniger Widerstand habe
und da ich natürlich keinen Verschleiß habe. Das ist richtig. Aber die zwei Sachen waren eben bei dem Prototypen, darum ging es nicht. Es ging darum, schnell zu fahren. Und das muss man sagen, nichts schlägt die Beschleunigung von einem Elektromotor. Und noch viel weniger wird die Beschleunigung schlagen von 8 Elektromotoren. Nur so konnten wir eben mit knapp 2G beschleunigen, um eben auf ungefähr 1 Kilometer Strecke, so lang ist die Röhre in den USA, auf die geplanten 600 Kilometer pro Stunde zu kommen. Natürlich, wer schnell fährt, muss auch stark abbremsen. Wir haben ein selbstentwickeltes pneumatisches Bremsensystem entwickelt, was komplett failsafe ist. Wenn irgendwas passiert, wird immer gebremst. Diese Bremszylinder können aktiviert werden. Ich sehe hier noch eine Frage, die gerade reinkommt. Stellt die Kühlung von Antrieb und Bremse im Vakuum nicht ein Problem dar? Das ist richtig. Das ist richtig. Bei längeren Fahrten wäre das auch so. Dann braucht man noch ein extra Kühlsystem. Darauf konnten wir hier verzichten. Wir haben lange Zeit damit experimentiert, was wir den Komponenten an Wärme zumuten können. Wie gesagt, die Fahrt bei uns ist weniger als 10 Sekunden lang. Deswegen, das halten die Komponenten aus. Das haben wir vorher sichergestellt. Damit war das Kühlsystem für uns erledigt. Weil auch kein Kühlsystem wieder bedeutet weniger Gewicht, was wir im Endeffekt wollen. Zurück zu den Bremsen. Diese selbstentwickelten Bremsen wirken extrem stark. Man hat es vielleicht schon in dem Video gerade gesehen. Wir können mit einer Spitze von bis zu 20G testen. Nur mal das als Vergleich zu sagen, wenn wir mit dem Auto eine Vollbremsung machen, ist es knapp unter 1G, also wirklich voll in die Eisen gehen. Und hier haben wir wirklich die 20-fache Belastung. Also das könnte kein Mensch überleben, dort mitzufahren. Und 20G, um das auch nochmal in anderen Zahlen umzusetzen, das heißt, wir hatten auf dem Teststand, dass wir eben die Spitzenleistung von 7 km/h auf 0 in ungefähr 1,6 Sekunden. Also das ist wirklich direktes Stehen. Dann geht es weiter mit dem nächsten Komponenten, ist das Elektroniksystem. Das ganze Fahrzeug fährt komplett autonom, hat über 30 Sensoren, mit denen es praktisch Positionsbestimmungen machen kann, wie schnell fahre ich und selbst eben Entscheidungen treffen kann, wann soll ich bremsen, wie lange muss ich noch beschleunigen etc. Genau, jetzt sind wir durch das Fahrzeug durch. Im Wesentlichen war nicht so viel dran. Es macht trotzdem enorm viel Aufwand, sich natürlich das alles zu designen innerhalb von weniger als ein paar Monaten. Genau, und dann kann der ganze Pott auch schon losfahren. Dann kommt es natürlich, nachdem man das Fahrzeug gebaut hat, zu einem der schönsten Momente. Und zwar, das ganze Projekt überhalten wir geheim, was wir machen. In diesem Rollout-Event, wie wir das machen, wo wir zum ersten Mal die Sponsoren, Familien etc. einladen, wird zum ersten Mal der Vorhang gelüftet und man kann natürlich zeigen, was man wirklich gebaut hat. Das ist immer ein Riesen-Event für uns alle. Natürlich die 3 Tage auch dafür wird nicht geschlafen, weil bis 3 Tage vorher existiert der Prototyp praktisch noch nicht. Auch hier zum Rollout ist er meistens noch lang nicht fertig. Man versucht aber trotzdem natürlich so weit wie möglich zu kommen, um wirklich das zu demonstrieren, was man gebaut hat. Und genau das ist das Stichwort. Auch hier zeigen wir mal ein sehr cooles Video, was so ein bisschen die Technikbegeisterung von uns allen darstellen soll. Und auch das möchte ich jetzt zeigen. Kann man auch alle bei uns auf unserem YouTube-Kanal sehen. Ich weiß nicht, wie gut die Übertragung gerade ist. Das ist natürlich auch das Video, was meistens am besten mit ankommt. Da fließt natürlich auch immer eine Menge Arbeit ein, so ein Video. Das haben wir jetzt auch mit einem Sponsor zusammen erstellt. So was Professionelles können wir natürlich nicht komplett selbst machen. Genau, nachdem wir unser Fahrzeug dann vorgestellt haben, dauert es ungefähr nur eine Woche, bevor der ganze Versand stattfindet. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt der Vorstellung ist das Fahrzeug noch nie gefahren, weil es da noch nie komplett war. Und ich habe vorhin schon über den Versand gesprochen. Das ist eine Menge Aufwand, weil auch wenn das Fahrzeug eben nur 60 Kilogramm wiegt, es ist
wahnsinnig viel, was wir in die USA schaffen müssen. Und es ist auch gar nicht so leicht, Dinge, so Fracht in die USA zu bekommen, wenn man es günstig haben will. Natürlich, man könnte es einfach rüberschicken, Import, Export, Zölle zahlen. Das können wir uns nicht leisten. Dafür gibt es besondere Verfahren, mit denen man das machen kann. Das Problem ist nur, es ist wahnsinnig aufwendig. Wir müssen jede Komponente, die wir mitnehmen, spezifizieren, Gewicht, wie viel, ein Bild machen, Preisabschätzung und das von jedem Teil, von jeder Schraube. Von jedem kleinen Teil muss man diese Übersicht machen. Da kommt dann immer so ein 500-Seiten-Dokument zusammen, was der Zoll durchgehen muss. Ist ja, ist, auch das dauert ungefähr eine Woche Arbeit, nur um dieses Dokument fertigzustellen, wo dann jeder damit beschäftigt ist, jede Schraube abzuwiegen. Einmal in LA angekommen, ist nicht sofort der Wettbewerb, sondern es gibt der ganze Wettbewerb findet über eine Woche gestrickt statt. Es gibt eine Woche lang Testingwoche, in der man jedes Team mit verschiedene über 100 Tests bestehen muss, um zu zeigen, dass der Prototyp sicher ist, dass er genau das macht, was er machen soll und um wirklich zuverlässig dann auch im Wettbewerbsfinale, das am letzten Tag ist, zu funktionieren. Ich habe schon gesagt, an dem Wettbewerb nehmen dann von den 700 Teams, die sich bewerben, am Ende ungefähr nur noch 20 bis 30 Teil, die dann wirklich dort in LA vor Ort sind und nur drei davon, die drei Finalisten, dürfen am Ende wirklich auch in der Röhre fahren. In dieser Woche ist es so, dass man natürlich nicht fertig ist, also es gibt keine Ausruhen. Auch dort in LA mieten wir uns eine Werkstatt, richten dort provisorisch unsere Werkstatt ein und dort werden eben dann noch letzte Tests gemacht und ja, man versucht so schnell wie möglich in der Testing Week durch alle Tests durchzukommen, um dann auch wirklich final zugelassen zu werden. Weil es ist wirklich ein Rennen der Teams gegeneinander. Wer einen Test nicht besteht, darf den nächsten noch nicht machen. Also man muss so schnell wie möglich durch alle Tests durchkommen. Und ich kann sagen, es war noch nie so knapp bei uns wie im letzten Jahr. Das liegt daran, dass unser System einfach so komplex geworden ist über die Zeit, über die Jahre, dass kleinste Änderungen, kleinste Probleme einfach einen enormen Zeitaufwand gekostet haben. Ein kleines Problem an dem Batteriesystem, es war so komplex, es brauchte 3 Tage Arbeit, um dort was zu ändern, weil auch wir nur über so leicht wie möglich, so eng bauen, wie es nur geht, gedacht haben und nicht an, okay, wir müssen noch viel daran arbeiten. Das hat nicht immer so gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Also es war wahnsinnig knapp. Am Ende, wir hatten Glück, in der letzten Nacht konnten wir uns dann wirklich für das Finale durchsetzen, haben sozusagen alle Tests bestanden, um dann im Finale wirklich fahren zu dürfen und ja, wurden als drittes Team ausgewählt zum Fahren. Sonst war es meistens so, dass wir als erstes Team alle Tests durch hatten und als erstes bestätigt waren, dieses Mal eben als letztes, obwohl wir wussten, dass unser Prototyp mit Abstand am besten ist, aber wie gesagt, es war zu komplex, das Ganze. In dem nächsten Video sieht man jetzt 4 Kameraperspektiven. Einmal aus der oder 2 Ansichten aus dem Prototypen raus, eine auf uns gerichtet, was unsere Reaktion während des finalen Laufs war. Das geht relativ schnell, das Video. Und einmal noch aus der Zuschauerperspektive. Was man hier sagen darf, wir haben sehr viel Pech leider jedes Mal mit unseren Kameraaufzeichnungen, die in dem Fahrzeug funktionieren. Wir haben es noch nicht geschafft, eine wirklich zuverlässige Kamera dafür zu finden, die den Anforderungen aushält, wenn es da Vorschläge gibt, nehmen wir immer gerne entgegen. Deswegen, unsere Frontkamera fällt leider nach 3 Sekunden aus und unsere Kamera intern in dem Fahrzeug angebracht war, da hat sich eine Lampe gelöst, die leider ein bisschen in die Kamera strahlt. Ich hoffe, es ist trotzdem gut. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es sonst auch noch ein Video von einem anderen Prototypen, wo es mal komplett funktioniert hat, eine Aufnahme durch die Röhre zu machen. Sieht wirklich wahnsinnig interessant aus, aber ich zeige einfach mal das Video und werde dann so lange leise sein. 3, 2, 1, go! Also man muss dazu sagen, wir sehen die Kamerabilder nicht live. Alles, was wir sehen, ist ein Graph und eine Zahl, die sich bewegt. Und man sieht es hier auch schon in den Gesichtern, leichte Enttäuschung. Wir sind als letztes Team gefahren. Wir wussten dann ziemlich schnell, okay, dass wir eine gute Geschwindigkeit erreicht haben, aber leider bei weitem nicht so schnell, wie wir eigentlich fahren wollten, weil es doch sehr, sehr große technische Schwierigkeiten gibt, nicht nur auf unserer Seite, sondern auf Wettbewerbsseite, da werde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Es gab dann lange,
lange Zeit erstmal so eine ganz komische Situation, wo wir nicht wussten, okay, was ist los? Irgendwie gab es Probleme. Ich weiß nicht, manche haben es vielleicht auch gehört oder auf unserem Facebook-Account auch gesehen. Es gab dann einige Probleme, wie gesagt. Naja, das Ergebnis war, wir haben gewonnen. Wir haben wieder von allen drei Finalistenteams den schnellste Fahrzeug gehabt. Wir hatten damals geplant, 600 km/h zu fahren, diese magische 600 km/h Grenze zu brechen, weil das ist erstens halbe Schallgeschwindigkeit, zweitens hätten wir damit ein paar Weltrekorde gebrochen für das schnellste Elektrofahrzeug, das schnellste Schienenfahrzeug etc. Geworden sind es 482 km/h, was nur marginal schneller war als das, was wir im Jahr davor erreicht haben, obwohl wir sehr, sehr viel überarbeitet hatten, wieder sehr viel Herzblut reingesteckt hatten. Das war natürlich ärgerlich in dem Moment, deswegen hatten wir in dem Moment sehr gemischte Gefühle. Ein Grund, woran es hauptsächlich lag, man sieht es an dem Bild hier vielleicht. Die Strecke sollte gerade sein. Wenn man jetzt hier eine Linie durch die Mitte zieht, das sieht nicht wirklich gerade aus. Die Strecke war wirklich in sehr, sehr schlechtem Zustand. Wir hatten einen Unfall bei 480 km/h, wo das Fahrzeug entgleist ist. Zum Glück hat unser eben ausfallsicheres Bremsensystem sofort aktiviert, hat unser Prototypen zum Stillstand gebracht. Das war also ein sehr frühes Ende dann der Fahrt. Trotzdem damit zu gewinnen, war natürlich schön, aber wie gesagt, es war schon ziemlich schwierig, wenn man wieder ein Jahr lang gearbeitet hat, um wirklich nochmal viel mehr rauszuholen. Und am Ende sind es nur ein paar km/h schneller geworden, was man auch hier sieht. Das ist nochmal eine Zusammenfassung von den letzten Highspeed-Prototypen. Aber ja, dann komme ich nämlich auch gleich zur anderen Seite. Und zwar, wir beschäftigen uns nicht nur mit Highspeed. Das ist natürlich das, worum es im Wettbewerb geht. Aber für uns ist auch wichtig, wie geht es weiter mit der ganzen Technik? Wie sehen andere Aspekte aus, für die man leider in dem Highspeed-Wettbewerb keine Zeit hat, wirklich daran zu arbeiten? Deswegen gibt es bei uns neben dem Highspeed noch eine Research-Gruppe, die bei uns genau solche Themen bearbeitet. Da geht es eben darum, Magnetsimulationen zu machen, auch dafür Prototypen zu bauen. Und da hatten wir auch eben unseren größten bisher Research-Prototypen gebaut, zu dem ich auch gleich noch komme. Aber das Ganze hat so angefangen, das sieht erstmal ein bisschen sehr stark nach Bastelei aus. Das sieht man auch gleich in dem Video, was ich noch dazu zeigen werde. Aber es ist wirklich sehr interessant, wie leicht man doch an so eine wissenschaftliche Thematik rangehen kann. Das kann jeder gerne probieren. Wenn man einen Magneten schnell genug über einen metallmagnetischen Leiter bewegt, erzeuge ich Lift, also Abstoßungskraft. Und das sind wirklich bloß ein paar Magneten, an eine Bohrmaschine geklebt, eine Metallplatte auf eine Waage und dann kann ich sehen, okay, wie stark hebt sich das Ganze voneinander ab. Das Ganze ist dann immer ausgereifter geworden und wir haben immer größere Teststände gebaut und am Ende haben wir es geschafft, man sieht hier, mit einem so einem Magnetmodul 20 Kilo zu heben. Der Prototyp hatte davon 6 Stück und konnte einige Kästen hier damit transportieren, die man auch dann in dem Video sehen wird. Und das passiert eben alles parallel sogar zu dem Punkt, wo wir den Highspeed-Prototyp entwickeln. Genau, hier sieht man, dass wir den zum ersten Mal auf unserer Teststrecke dann haben fliegen lassen. Und das war natürlich auch eine wahnsinnige Erfahrung, erstmal wirklich auch was zu bauen, dass du wirklich diese Schwebeeigenschaften da besitzt. Und auch der Prototyp konnte sich komplett kontaktlos dann nicht verschweben, sondern auch komplett kontaktlos fortbewegen. Hatte zwar hier noch so eine Safety-Füßchen dran, damit er nicht abstürzt, aber im Prinzip, also wir glauben, ist komplett kontaktlos geschweben. Auch den hatten wir damals mit in die USA genommen, um den auch dort mit vorzuzeigen. Wir waren uns auch gestattet, dass er eigentlich dort gebaut hat. Aber wirklich eine einmalige Gelegenheit. Der ist auch sehr gern auf Präsentationen gesehen. Also hier sieht man auch der Elektronika, die letztes Jahr stattgefunden hat, wo wir den Prototypen dann auch demonstriert haben. Und alle halbe Stunde Live-Vorstellungen gegeben.
Genau. Und dieses Research-Projekt hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Und zwar ist das Ganze jetzt unter dem Namen TUM Hyperloop Research bekannt. Und was man auf dem Bild sieht, ist unser neuester Prototyp dafür. Der Prototyp, den man vorher gesehen hat, jetzt auch in dem Video, war zugeschnitten für die Strecke, die auch in L.A. wirklich da ist. Was wir festgestellt haben, ist, dass er zwar schweben kann, aber das enorm energieaufwendig ist. Wir haben dann gesagt, okay, das Ganze macht so keinen Sinn. Die Strecke in L.A. hat einen ziemlich schlechten Zustand. Der Highspeed-Wettbewerb, auch wenn wir uns so viel Mühe geben, wie wir können, und wir wissen, dass unser Prototyp diese Geschwindigkeit erreichen kann. Wenn die Strecke so eine schlechte Qualität hat, ist es immer ein sehr, sehr großes Risiko. Zweitens, Schwebetechnologie für die Strecke in L.A. zu entwickeln, macht auch nicht so viel Sinn, weil es einfach sehr beschränkt ist. Die Strecke ist eben schon erstellt. Was man aber in so einem Fall machen muss, ist das Fahrzeug und den Prototypen zusammen mit der Strecke entwickeln. Und das haben wir hier angefangen im letzten Jahr unter dem Namen TUM Hyperloop Research. Wir haben einen neuen Prototypen erstellt mit einem ganz anderen Schwebekonzept, dem natürlich auch im gleichen Design gehalten wie unserem Highspeed-Prototypen, und haben aber, das ist eben das Besondere, eine Strecke mit dazu entwickelt. Und das ist jetzt wirklich ein Vakuum-Betonring mit einer Längsachse von einer Länge von 7 Meter auf ungefähr 3,5 Meter. Und das Ganze steht wirklich bei uns vor der Uni. Und damit machen wir eben auch Experimente, was komplett unter Vakuum passieren kann. Und hier haben wir es geschafft, dadurch, dass wir die Strecke zusammen mit dem Fahrzeug entwickeln, einen Faktor 100 effektiver zu sein. Also 100 mal weniger Energie zu verwenden, als wir es bei dem vorherigen Prototyp gehabt haben. Genau, und damit komme ich auch schon zum Ende circa. What's next ist die Frage. Wie geht es weiter? Wir haben festgestellt, dass gerade diese Research-Sparte bei uns extrem viel Anklang findet. Nicht nur in USA-Seite, sondern auch in Bayern und Deutschland bekommen wir sehr, sehr viel Nachfrage, auch von unseren Sponsoren, die mit uns zusammenarbeiten wollen und genau das weiter vorantreiben wollen, dieses wirkliche Hyperloop, effektives Schweben, effektives neues Verkehrsmittel zu entwickeln und weg von dieser studentischen Seite hin zu einer wirklich wissenschaftlichen Arbeit an der Universität. Und genau in die Richtung geht es für uns auch, und damit komme ich dann nämlich schon zu meiner letzten Folie. Wir arbeiten zurzeit schon lange, schon seit Ende des letzten Wettbewerbes, an was Neuem. Ich darf noch nicht genau verraten, worum es geht. Hier geht es bloß um ein paar Sketches dazu. Es wird in nächster Zeit eine sehr, sehr große Ankündigung von uns und der Universität geben. Wie gesagt, ich kann da nicht weiter sagen, worum es geht. Wir haben ein sehr, sehr großes neues Team zusammengestellt. Wir waren noch nie so viele Leute wie jetzt. Wir sind knapp über 60 Leute, die jetzt alle in Richtung eines Ziels gehen. Und das Ziel ist eben nicht mehr der nächste Hochgeschwindigkeitswettbewerb. Wir haben uns letztes Jahr dafür entschieden, dass wir nicht mehr an dem Hochgeschwindigkeitswettbewerb teilnehmen, sondern mehr in diese Research-Richtung gehen. Und genau da bin ich sehr gespannt, was die Zukunft dort für uns bringt. Und damit möchte ich meinen Vortrag beenden. Vielen Dank, dass Sie alle zugehört haben. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt, beantworte ich die sehr gerne. Genau, erstmal vielleicht ganz kurz. Offiziell von uns auch nochmal, im Slack wird schon applaudiert. Ich applaudiere auch nochmal ein bisschen, auch wenn es nicht so beeindruckend ist wie beim wirklichen Big Tech Day. Danke für die faszinierenden Einblicke und Respekt für die Dinge, die ihr da schon erreicht habt mit euren Prototypen. Genau, und ich gebe auch gern direkt wieder an dich zurück für die restlichen Fragen. Dankeschön. Okay, ich sehe es. Ich würde von oben mal anfangen. Eine Frage, okay. Wie hoch ist die geplante Beschleunigung für das echte Hyperloop verglichen mit einem Flugzeug? Der Test sieht so aus, als ob man mehr um eine Rollercoaster-Erfahrung gäbe. Okay, genau. Wie gesagt, bei unserem Prototypen bisher ging es einfach darum, schnell zu fahren. Da versuche ich natürlich so schnell wie möglich zu B- und Entschleunigen. Dass das für einen Menschen nicht angenehm ist oder nicht lebensfähig ist, ist keine Frage. Man versucht sich bei dem echten System natürlich dann am Menschen zu orientieren. Und ja, man kann sich das vorstellen, wie die Beschleunigung beim Flugzeug über einen längeren Zeitraum, als es beim Flugzeug der Fall ist, aber deutlich angenehmer. Denn was beim Flugzeug unangenehm ist, ist diese Vibration, praktisch diese kleinen Änderungen der Beschleunigung. Dadurch, dass wir bei uns schweben und keinen Kontakt zum Untergrund haben, ist es deutlich smoother praktisch. Und dadurch spürt man die Beschleunigung gar nicht so. Man kann sich das auch ein bisschen vorstellen wie in der U-Bahn, nur angenehmer. Und deswegen, man spricht dort so von 0,2 G, was für den Menschen, wenn er sitzt, doch angenehm ist.
Das nächste, was heißt Vakuum? Was ist der übliche Druck? Okay, über den Druck in der Röhre ist man sich noch nicht ganz sicher. Da auch das untersuchen wird zu einem sehr großen Teil. Die Frage ist, wie dicht bekomme ich meine Röhre? Natürlich möchte ich den Druck so weit wie es geht vermindern. Umso weniger Luftwiderstand habe ich. Natürlich sind dem Ganzen Grenzen gesetzt. Wie viel Energie brauche ich dann wirklich für meine Vakuumpumpen? Wie dicht bekomme ich mein System? Genau daran arbeiten wir gerade. Einerseits auf praktischer Seite mit Tests. Wir machen sehr viele Tests. Wie dicht bekomme ich zum Beispiel Beton oder die Zwischensegmente zwischen Beton? Wie viel Luft verliere ich da? Wie effektiv kann ich eine Vakuumpumpe betreiben? Und auf der anderen Seite auch simulativ. Das heißt, wie ist genau dieses Zusammenspiel von Röhrengröße, von Fahrzeuggröße, Luftwiderstand, Luftdruck, Geschwindigkeit, all diese Parameter beeinflussen sich gegenseitig und da erstellen wir gerade eine sehr, sehr große Simulationsumgebung und genau, um genau auf diese Frage eine Antwort zu finden. Aber man kann sich das so vorstellen, um 10 Millibar, das ist vielleicht so ein Bereich, wo man hingehen könnte, 10, 1 Millibar, so irgendwas in dem Bereich. Warum gab es jedes Jahr ein neues Team? Geht da nicht sehr viel Wissen verloren? Das ist absolut richtig, da geht sehr viel Wissen verloren und es gibt nicht, also es gibt Leute, die wirklich von Anfang an dabei sind. Also wie gesagt, ich bin auch jetzt seit 3 Jahren dabei, mittlerweile im 4. Jahr. Es gibt einige Leute, die dabei bleiben. Das Problem ist, das Projekt ist sehr, sehr zeitaufwendig. Wir haben natürlich Leute dabei, die nebenbei auch versuchen weiter zu studieren. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass man 80 bis 100 Stunden die Woche in dem Projekt arbeitet, zu den Hochzeiten oder auch im Durchschnitt. Da ist nicht viel Zeit, um nebenbei zu studieren. Und auch das ist der größte Grund, warum viele Leute dann gezwungen sind, aus dem Projekt auszutreten, weil sie einfach in ihrem Studium weiter vorankommen müssen, um nicht exmatrikuliert zu werden. Wir hatten Fälle, wo genau das passiert ist, wo Leute rausgeflogen sind aus dem Studium, weil sie keine Prüfung schreiben konnten, weil sie eben für das Projekt gearbeitet haben. Mittlerweile gibt es auch eine größere Zusammenarbeit mit der Universität zusammen, dass man auch für das Projekt praktisch Punkte in seinem Studium bekommt. Das war lange Zeit nicht der Fall, was es sehr schwierig gemacht hat. Auch bei mir gab es immer wieder das Problem, dass man so gerade so seine Punkte schafft, was sehr knapp ist, dann wirklich 90% seiner Zeit für das Projekt aufzugeben, Privatleben sowieso keins mehr hat und die restlichen 10% dann noch irgendwie 3 Tage vor einer Prüfung anfängt zu lernen. Ja, es ist leider so. Für Dokumentation hat man eh keine Zeit, weil man einfach nur versucht, das Ding fertig zu bauen. Diese Sachen ändern sich eben jetzt ein bisschen dadurch, dass wir uns selbst Ziele setzen und nicht mehr auf Wettbewerbsbasis dann arbeiten. Nächste Frage. Sehr spannend, was du berichtest. Danke. Wie organisiert ihr eure Zusammenarbeit im Team? Also Führung, Organisation, eure Arbeitspakete, Konflikte. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, das wird auch sein. Ich habe schon berichtet, wie in jedem Unternehmen an sich. Also wir haben erstmal eine Projektführungsebene. Es gibt eben dann noch diese Vereinsführung, wo auch ich eins der Vorstandsmitglieder bin. Wir teilen das Ganze dann auf in organisatorische Richtung und technische Richtungen. Das heißt, organisatorische gehen die ganzen Sachen wie das Business, das Backoffice, die Vertragserstellung, die Finanzen, Website-Betreibung, Content-Creation, Videoschnitt etc. Und auf der anderen Seite die Technik, wo es dann wirklich in den Prototypen reingeht, wo ich schon gesagt habe, wir haben verschiedene Teams für Antrieb, Bremsen, Chassis, Elektronik, Coding etc. Und ja, es ist relativ interessant an dem Projekt, weil es ist alles von Studenten organisiert. Also es gab nicht einen Lehrstuhl oder einen Professor, dass das Ganze betreut oder organisiert. Das wurde alles von Anfang an bis zum Ende von Studenten durchorganisiert. Man lernt wahnsinnig viel dazu. Jedes Jahr natürlich merken wir auch, was wir falsch gemacht haben, auch in der Organisation, was Zeitpläne angeht etc. Aber ja, es gab eben keine Alternative. Und sicher gibt es dort auch einige Konflikte, aber die versucht man dann eben zu lösen. Das ist ganz ja, normal, würde ich sagen. Dann noch eine Frage, was für Batterien benutzt ihr und welche solche Entladungsraten vertragen? Das ist interessant, wir benutzen Lithium-Polymer-Akkus mit einer Entladerate von 100C. Das Besondere ist hierbei, wenn man es zum Beispiel mit Automobilbatterien vergleicht, die in Elektroautos verwendet werden, die müssen über lange Zeit gekühlt werden, damit sie keinen Schaden nehmen.
Der interessante Effekt ist aber, dass wenn man eine Batterie leicht aufheizt bis zu einem bestimmten Grad, kann man die Entladerate noch erhöhen. Und das ist das, was wir machen. Wir kühlen unsere Batterien nicht, sondern wir heizen sie vor. Genau bis an die Grenze, bis sie kurz vor der Zerstörung sind. Denn da ist die Entladerate dann am höchsten. Durch sehr, sehr viele Tests haben wir dann eben festgestellt, wo genau die Grenze ist, was so eine Batterie aushalten kann. Und genau das haben wir dann eben versucht, auch im Wettbewerb umzusetzen. Genau, jetzt gibt es keine offenen Fragen mehr und ich bin genau bei 55 Minuten. Ich denke, du hast genau eine Punktlandung ganz getroffen, genau. Ganz gut getroffen, ja. Sehr gut, genau, dann nochmal von unserer Seite auch vielen Dank. Ich schalte jetzt gerade noch eine kurze Umfrage. Einfach bevor ihr geht, könnt ihr gerne noch den Vortrag kurz bewerten. Ansonsten sage ich einmal mehr, vielen Dank, Florian, auch für die Beantwortung der zahlreichen Fragen noch. Wir sind super happy, dass du es auch virtuell möglich gemacht hast, uns ein bisschen Näheres zum Projekt zu erzählen und wünschen euch viel Erfolg. Dankeschön, vielen Dank. Also ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken für die Möglichkeit. War eine sehr spannende Geschichte, auch für mich das erste Mal wirklich online so einen Vortrag zu halten. Ja, und gerne wieder. Und ich kann nur verweisen auf unseren Facebook und auf unsere Website. Da gibt es, wie gesagt, demnächst sehr große Ankündigungen für jeden, den das Thema interessiert und daran da weiter am Ball bleiben möchte. Und genau, nochmal vielen Dank und einen wunderschönen Tag noch.